Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nun die letzte Aktuelle Stunde in diesem Jahr und in ziemlich genau einer Woche werden wir, die wir hier sitzen und vermutlich auch hoffentlich alle anderen Brandenburgerinnen und Brandenburger bei ihren Familien sein und Weihnachten feiern, und wir können uns ganz sicher sein, dass bei diesen Weihnachtsfesten am Weihnachtstisch ein Thema auch immer wieder eine Rolle spielen wird, nämlich die Sorge, die Unsicherheiten und auch die Ängste, die es gibt, mit Blick auf die Frage, welche Auswirkungen der Zuzug von ca. 30.000 Menschen in Brandenburg im nächsten Jahr wirtschaftlich und sozial auf Brandenburg haben wird. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten gestern, wie ich finde, hier eine sehr angemessene Aktuelle Stunde, eine sehr gute fraktionsübergreifende Diskussion zum Bündnis für Brandenburg und der Frage, wie wir diese Herausforderung am besten meistern können. Und wir können auch feststellen, dass es uns an dieser Stelle gelungen ist, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, fast fraktionsübergreifend, mit einer Ausnahme, wie wir wissen, hier alle politischen Kräfte zusammenzuführen, um konstruktiv an den bestmöglichen Lösungen zu arbeiten. Ich glaube, das stärkt das angeschlagene Vertrauen und das stärkt auch das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Und genau darum geht es uns heute auch in der Aktuellen Stunde. Uns geht es um Vertrauen und um Sicherheit. Und wir wollen daher den Fokus heute im Gegensatz zu gestern ein Stückchen in eine andere Richtung lenken. Uns geht es insbesondere um jene Menschen, die Sorge vor Benachteiligung und Angst vor Überforderung haben. Und ich glaube, genau mit diesen beiden Begriffen kann man es auch auf den Punkt bringen. Wir erleben nämlich genau das. Wir erleben Menschen, die Sorge davor haben, dass sie weniger bekommen werden, weil andere Menschen zu uns kommen, und dass sie Benachteiligung zum Ist-Zustand hinnehmen müssen, sei es nun in der Kita, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der gesundheitlichen Versorgung. Und wir erleben darüber hinaus die Angst vor Überforderung. Und das betrifft vor allen Dingen unsere Strukturen. Die Angst vor Überforderung, dass diese Strukturen, die sich lange bewährt haben, hier überfordert sein könnten. Und auch das ist dann ein Thema für das Sicherheitsbedürfnis bei den Menschen. Und mit diesen Fragen haben wir jeden Tag zu tun, hier in Besuchergruppen, im Wahlkreis, sicherlich auch in der Familie. Und dann gibt es jene, die sagen, ja, das ist alles berechtigt. Sorgt euch, ihr werdet benachteiligt, wir werden überfordert sein. Jene, die sich dann zurücklehnen und sagen, wir wollen das übrigens auch gar nicht schaffen. Und die jede Gelegenheit nutzen, um weitere Ängste und Sorgen zu schüren. Und genau diese Menschen, die das tun, die sitzen hier rechts. Und dann gibt es jene hier im Landtag und im Land Brandenburg, die die große Mehrheit bilden, die sagen, ja, wir verstehen diese Sorgen und wir tun alles Mögliche dafür, dass sie sich als unberechtigt erweisen werden. Wir arbeiten hart dafür, dass wir diese Herausforderungen meistern und die Chance, die sich damit verbindet, auch nutzen. Und mit dem Bekenntnis, das wir hier heute als Koalitionsfraktion und hoffentlich auch als gesamter Landtag abgeben, wollen wir den Hetzern und den Aufwieglern den Boden entziehen und es den Menschen in diesem Land leichter machen, sich uns anzuschließen bei der Gestaltung der Herausforderung, indem wir ihnen Sicherheit und auch ein Stückchen Halt geben. Wir sagen heute und hier ganz klar, für die Landespolitik in Brandenburg, für das, was wir als Landtag verantworten können, Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich als Folge der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen wird es in Brandenburg nicht geben. Die Sorge und die Angst vor Benachteiligung, die braucht ihr nicht haben. Und wir fordern selbiges auch von der Bundesregierung. Wir fordern es deshalb, weil auch viele der sozialpolitischen Steuerungsinstrumente, und wir wissen das, gerade auf bundespolitisch angesiedelt sind. Und wir glauben, dass das auch nicht allzu schwer sein kann, denn 2008 in der Krise von Hyperreal Estate, da war es ja die Bundeskanzlerin und der Finanzminister, die eine ganz ähnliche Garantie, eine Art von Sozialgarantie abgegeben haben für die Spareinlagen von Bürgerinnen und Bürgern. Nicht weniger und auch nicht mehr als das fordern wir in der jetzigen Situation auch. Unser Ziel muss es sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass weder Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Rentner, von Armut betroffene Familien, noch Migrantinnen, Migranten oder Geflüchtete oder eben andere Teile der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt werden. Aber auch den Ängsten vor der Überforderung unserer Strukturen
wollen und werden wir begegnen. Da gibt es natürlich Dinge, die wir tun, die speziell dafür da sind, das Ankommen zu erleichtern, die speziell dafür da sind, es jenen leichter zu machen, die hier zu uns kommen und Integration zu fördern. Das ist auch gut so und das muss so sein. Aber zum allergrößten Teil tun wir Dinge, die allen Menschen in unserem Land zugutekommen, von denen alle am Ende profitieren werden. Wenn wir zum Beispiel ca. 2000 neue soziale, bezahlbare Wohnungen schaffen, und Frau Schneider hat das ja in der vergangenen Woche angekündigt, und die Anspruchsberechtigung für sozialen Wohnraum erweitern, dann ist das etwas, was allen Menschen im Land zugutekommt. In meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder gibt es seit kurzem eine Vereinbarung zwischen der städtischen Wohnungsgesellschaft und der Stadt Frankfurt-Oder. In dieser Vereinbarung ist geregelt, wie Geflüchtete in der Stadt dezentral untergebracht werden. Und da haben wir dafür gesorgt, dass je nach Hausaufgangsgröße 10-20% der Wohnungen durch Geflüchtete belegt werden können. Durch diese Unterbringung sinkt die Leerstandsquote. Wir haben mehr Abnehmer für Strom, für Wasser, für Abwasser. Und durch die Entlastung eben aufgrund des geringeren Leerstands sind auch mehr Mittel frei für die Investitionen und die Sanierung von Wohnraum, der letztlich eben auch allen zugutekommt. Auf dem Ausbildungsmarkt, bei Unternehmensnachfolgen, erleben wir etwas ganz Ähnliches. Und wir haben die Forderung der Handwerkskammer und der IHKs gehört. Die IHK hat übrigens schon seit längerem ein Projekt aufgelegt, das ganz spannend ist. Sie gehen nämlich an Schulen in Portugal, in Spanien, in Griechenland und in Italien und werben dort Schulabgänger ab. Schulabgänger für den Ausbildungsmarkt, unter anderem hier in Brandenburg, für Stellen, die anders nicht besetzt werden konnten und auch Schulabgänger, wo Hoffnung reingesteckt wird, dass sie möglicherweise Unternehmensnachfolgen sichern können. Das sind Menschen, die dann in den Ländern, aus denen sie kommen, irgendwann perspektivisch auch fehlen werden. Und jetzt erleben wir, wie viele auch junge Menschen, motivierte Menschen hier nach Brandenburg kommen und wollen diese Herausforderung nutzen. Wir wollen ihnen Zugang zur Ausbildung und zum Studium geben und dafür sorgen, dass sie uns hier helfen können, genauso wie wir ihnen helfen. Perspektivisch, meine sehr geehrten Damen und Herren, perspektivisch werden das genau diejenigen sein, die die Renten von genau jenen finanzieren, die jetzt gegen sie auf die Straße gehen. Beim Mindestlohn sorgen wir dafür, dass es kein Aufweichen geben wird. Er gilt für alle und er wird auch für alle gelten. Und das Ausspielen von hier Lebenden und zu uns Kommenden auf dem Arbeitsmarkt, das darf es keinesfalls geben. Darüber hinaus werden wir 2016 entsprechend der Empfehlung der Mindestlohnkommission den Mindestlohn für Vergaben in Brandenburg auf 9 Euro anheben. Schulstandorte wie in Gold, so auch Geburtsstationen, konnten erhalten werden. Aber auch die 260 zusätzlichen Lehrkräfte, die 100 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die 32 zusätzlichen Stellen in Verwaltungs- und Zivilgerichtsbarkeit, das sind alles Maßnahmen, die letztlich allen zugutekommen. Und natürlich auch der Stopp beim Personalabbau der Polizei wird sich im Sicherheitsgefühl und auch in der Kriminalitätsbekämpfung bei den Menschen in Brandenburg positiv auswirken. Und das ist erst der Anfang, denn mit dem Nachtragshaushalt werden wir genau in diesem Sinne weitere Schritte, weitere Wege gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen in Brandenburg haben die Wahl. Folgen Sie jenen, die sagen, wir wollen das nicht schaffen, oder folgen Sie uns, die einen politischen Anspruch haben, die wir in diesem Land gemeinsam darum ringen, die besten Lösungen zu erarbeiten. Wir haben uns mit dem Koalitionsvertrag als rot-rote Landesregierung das Ziel gesetzt, Brandenburg zum Land der sozialen Gerechtigkeit zu machen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Land stark zu machen, weil es in diesem Land gerecht zugehen soll. Und wir werden verhindern, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden, indem wir Maßnahmen auf den Weg bringen, die allen zugutekommen, die das soziale Netz stärken und indem wir auch mit dieser Aktuellen Stunde heute hier Sicherheit geben, soziale Sicherheit. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, genau das markiert den Unterschied zwischen einer rot-roten Landesregierung und allen anderen Landesregierungen. Herzlichen Dank.